Du willst die Firmware deines Elegoo Neptune 4 oder 4 Pros aktualisieren, weißt aber nicht genau, welches Update du wählen solltest und wie alles genau funktioniert? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video zeige ich alles, was man zum Thema Update wissen und beachten muss. Bevor wir beginnen können, müssen wir zunächst das Update herunterladen. Hierzu öffne ich die Supportseite von Elegoo, welche unten in der Beschreibung verlinkt ist, und ich wähle meinen Drucker auf der linken Seite aus. Unter Firmware klicke ich auf Download und nun heißt es warten, bis der Download abgeschlossen ist, was etwas dauern kann. In der Zwischenzeit können wir unseren Drucker etwas genauer anschauen. Dieser kann nämlich je nach Herstellungsdatum entweder 0,8 Ampere oder nur 1,2 Ampere Motoren verbaut haben und wir müssen daher die richtige Firmware wählen, um nichts zu beschädigen. Elegoo hat hier einen Leitfaden, welcher sich auf einen Aufkleber auf dem Drucker beruft. Ich zeige gleich aber auch noch eine alternative Methode. Je nach Herstellungsdatum und Modell kann man dann die richtige Firmware-Version finden. Da der Aufkleber wie in meinem Fall bereits fehlen kann, habe ich hier eine bessere Methode entwickelt. Wir werfen einen genaueren Blick auf unsere Motoren, genauer auf den der X-Achse, um die Stromstärke aus der Beschriftung zu lesen. Hier zu sehen ist links der 0,8 Ampere Motor und rechts der 1,2 Ampere Motor, jeweils mit Beschriftung. Die mittlere Zeile der Beschriftung eures Motors sollte hoffentlich mit einer der gezeigten übereinstimmen. Dann wisst ihr, welchen Motortyp ihr habt. Falls ihr euch nicht sicher seid, welche der beiden Stromstärken eure Motoren haben, dann findet das zuerst heraus, bevor ihr mit der Firmware-Aktualisierung fortfahrt, um Schäden zu vermeiden. Bevor wir nun alles vorbereiten können, brauchen wir noch einen USB-Stick für die neue Firmware und eine MicroSD-Karte für die neue Touchscreen-Firmware. Ich nutze hier die mitgelieferten Speichermedien und stecke sie in meinen PC. Falls diese nicht leer sind, dann empfehle ich, sämtliche Inhalte zu entfernen. Nun öffnen wir die heruntergeladene ZIP-Datei und schauen uns die Inhalte etwas genauer an. Zunächst existiert eine Anleitung, welche weitere Infos zum Update liefert. Ich erkläre zwar gleich alles, empfehle allerdings trotzdem, sich das einmal durchzulesen, weil sich in Zukunft auch Dinge ändern könnten, auch wenn ich das eher nicht erwarte. Als nächstes finden wir in einem Unterordner die universelle Touchscreen-Firmware. Diese ist für alle Stromstärken gleich und wir können die TFT-Datei einfach auf unsere SD-Karte kopieren und diese sicher entfernen. Anschließend wählen wir die richtige Firmware für unseren Drucker. Da ich das Ganze an einem Neptune 4 zeige, öffne ich den Neptune 4 Ordner. Hier stehen nun die Versionen für 0,8 und 1,2 Ampere zur Auswahl. Ich benötige für meinen Drucker die 0,8 Ampere Version. Den darin enthaltenen Ordner namens Elegoo Update Dir kopieren wir nun in das Stammverzeichnis unseres USB-Sticks und auch diesen können wir nun sicher entfernen. Vor dem Update sichere ich immer noch gerne die Dateien, welche ich selbst angefasst habe, damit ich meine Werte nicht verliere, falls die Update-Prozedur die Dateien zurücksetzt. In meinem Fall ist das die elegoo.conf.ini, weil darin der Z-Offset gespeichert ist. In der webcam.txt habe ich die Kameraeinstellungen geändert. Die Moonraker.conf enthält Infos zur Authentifizierung. Und zuletzt lade ich natürlich noch die Printer.config herunter, welche E-Steps, Makros, PID-Tuning-Daten und mehr enthält. Wichtig ist, dass ich die Dateien nur herunterlade, dass ich meine alten E-Steps-Werte oder ähnliches schnell zur Hand habe und nicht, um die Dateien einfach so wieder einzuspielen. Die Struktur dieser Dateien könnte sich nämlich mit dem Update verändert haben. Nun kommen wir zur Installation der neuen Firmware. Zunächst wird der USB-Stick in den Drucker gesteckt und in den Einstellungen des Druckers der Update-Button geklickt. Anschließend sollte die Update-Prozedur starten und wir müssen nur warten. Sollte das Ganze nicht funktionieren, dann vergewissert euch, dass neben dem USB-Stick kein anderer USB-Stick am Drucker angeschlossen ist.
Nachdem der Drucker nach dem Update neu gestartet ist, können wir den USB-Stick wieder entfernen. Als nächstes lasse ich den Drucker angeschaltet und ich entferne das Display. Dieses wird nun aufgeschraubt und die MicroSD-Karte mit den Update-Dateien wird eingelegt. Nun können wir das Display so anschließen und das Update startet automatisch. Auf dem Display sehen wir, wann das Update abgeschlossen ist und daraufhin können wir es wieder vom Drucker trennen. Nach dem Entfernen der MicroSD-Karte und wieder Verschließen des Displays ist dieses wieder einsatzfähig und wir können es einfach am Drucker anstecken. Damit ist das Update abgeschlossen und wir sind fast fertig. Zuletzt muss der Drucker noch neu gelevelt werden, da sich auch das zurückgesetzt hat. Hier gibt es neuerdings, wie gezeigt, ein Menü, um zwischen einem Standard-Mode und einem Professional-Mode umzuschalten. Im Standard-Mode verwendet der Drucker nur eine 6x6-Matrix zum Leveln, während er im Professional-Mode die gewohnte 11x11-Matrix nutzt. Ich schalte hier auf die 11x11-Matrix um und speichere dies. Anschließend funktioniert das Leveln wie gewohnt, weshalb ich nicht weiter darauf eingehe. Der Drucker ist jetzt zwar wieder einsatzfähig, allerdings wurden einige Dinge zurückgesetzt. Dinge wie der Autostart des Kameraservices, die E-Steps, die WLAN-Zugangsdaten oder das PID-Tuning stehen nun wieder auf Werkseinstellungen und müssen ebenfalls neu gemacht werden. Die E-Steps stimmen jetzt übrigens von Haus aus, da hat Elegoo wohl nun auch selbst den richtigen Wert berechnet. Ich empfehle hier ansonsten, meine Videos, die ich schon dazu gemacht habe, nochmal durchzugehen, um alles wieder gut zu kalibrieren und einzurichten. Als Fazit kann gesagt werden, dass das Firmware-Update eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich finde es persönlich etwas schade, dass man das Display noch einzeln updaten muss und leider viele Einstellungen verloren gehen, aber vielleicht ändert sich da ja in Zukunft noch was. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und würde mich natürlich über ein Abo freuen, wenn noch nicht geschehen.